So, herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Tagging-Video. Es ist arschkalt. Warum ist es so kalt? Ja, wieder ein kleines Tagging-Video. Ich wurde wieder getaggt, diesmal von Blade Stuff. Zurzeit geht ja wirklich so eine kleine Tagging-Säule rum. Ich bin tagging-süchtig. Ja, ich wurde, wie gesagt, getaggt von Blade Stuff mit 20 Fragen. Das sind schon mal weniger als 100 Fragen. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Und ich habe hier mein kleines Handy mit ein paar Screenshots und habe ein bisschen fotografiert, wen ich tagge und alles Mögliche. Und ich tagge nämlich als nächstes den Rainbird. Aus dem einfachen Grund, beim letzten Tag wollte er meinen Namen schon erwähnen. Und jetzt darfst du, Rainbird, jetzt darfst du, jetzt bin ich schuld, jetzt habe ich dich getaggt. Dann tagge ich noch den Pantiputter, weil er das letzte Mal so toll gemacht hat, als ich ihn getaggt habe. Du kriegst gleich nochmal eine Chance, das ist so toll gemacht, ich will noch was sehen. Dann tagge ich den Charlie Ranger. Weil er immer so gerne meine Tagging-Videos kommentiert, hast du jetzt auch die Chance, dass ich bei dir auch mal kommentieren kann. Und zum Schluss möchte ich nochmal den Parkhäutra auch taggen, da er ja auch das Tagging-Video ganz gut mitgemacht hat, als ich ihn getaggt habe. Und ich habe das Gefühl, dass sie so gefreut gleich nochmal. Und ja, das ist auf jeden Fall, das sind die, die ich getaggt habe. Und dann würde ich sagen, komm ich gleich zu den 20 Fragen. Ich habe sie alle da. Man sieht es nicht, ist auch besser so. Ich habe sie alle da. Und dann werde ich mal versuchen, sie gleich durchzuarbeiten. Und zwar geht's los mit Lieblingsfilm. Einen direkten Lieblingsfilm habe ich nicht. Ich gucke ganz, ganz, ganz gerne viele Filme. Also ich habe jetzt keinen bestimmten Lieblingsfilm. Es gibt viele Filme, die ich gerne gucke, aber ich habe jetzt keinen einzelnen Lieblingsfilm. Also, ich hatte es schon mal im anderen Tagging-Video gesagt, ich gucke ganz gerne Sherlock Holmes oder so ein bisschen Komödien. Also ich habe jetzt keinen bestimmten Lieblingsfilm. Zweite Frage, Lieblingsbuch. Lieblingsbuch. Also das Buch, was ich mitgelesen, die Bücher, die ich... Ich lese jetzt nicht so viel, weil ich lege dann immer das Buch hin. Und das Problem ist, wenn ich dann einen Monat später wieder lesen will, wenn ich weiterlese, ist doof, weil ich weiß die Geschichte nicht mehr 100%. Aber nochmal lesen ist langweilig, weil ich es irgendwo doch noch kenne. Das ist immer mein Problem, soll ich weiterlesen oder nochmal von vorne anfangen oder... Bücher, die ich zu Ende gebracht habe, die sehr spannend waren, war... Final Cut fand ich sehr interessant, war so Psychothriller. Augen in der Nacht war auch sehr spannend zu lesen. Und Euer schönes Leben kotzt mich an. Das ist so ein bisschen lustig geschrieben, spielt so ein bisschen in der Zukunft, ist eigentlich ganz lustig gemacht, ein bisschen dramatisch auch. Die drei Bücher kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aber ansonsten Lieblingsbücher habe ich jetzt nicht direkt. Ich lese eigentlich viel. Ich lese hauptsächlich Thriller, ich lese Mangas, ich lese alles außer Anleitung, lese ich eigentlich viel. Nächste Frage. Lieblingsband. Lieblingsband kann ich ausnahmsweise mal ganz eindeutig beantworten. Meine Lieblingsband sind die Donuts. Habe ich letztes Jahr bei der Aufnahme gesehen, bei der Live-Übertragung von LBTXXL. Habe ich die das erste Mal gehört und ich fand die so toll einfach. Deswegen seitdem meine Lieblingsband. Die Lieder kann ich mir einfach immer anhören. Nächste Frage. Lieblingsserie. Eine richtige Lieblingsserie habe ich eigentlich gar nicht. Ich gucke ja kaum noch Fernsehen. Lieblingsserie. Simpsons gucke ich ganz gerne am Montag die neuen Folgen. Aber ansonsten gucke ich ganz gerne mal Krimis an oder so Criminal Mind oder so. Aber richtig Lieblingsserien habe ich da eigentlich auch nicht wirklich. Nächste Frage. Lieblingskuscheltier. Lieblingskuscheltier ist auch ganz eindeutig. Also ich habe jede Menge Kuscheltiere. Aber mein Lieblingskuscheltier ist definitiv sie da. Das ist die Rosi. Rosi die Biene. Und die ist deshalb mein Lieblingstier, weil sie mich an eine ganz besondere Person erinnert, die mir ganz, ganz doll wichtig ist. Und deswegen als persönlicher Wert natürlich mein Lieblingskuscheltier, die Rosi, die auch immer mit dabei ist. Hat nichts damit zu tun, dass ich immer ein Kuscheltier mit habe. Ist halt, wie gesagt, eine besondere Bedeutung für mich und deswegen meine kleine Rosi. Lieblingsspielzeug. Zählt Rosi auch? Was wollt ihr jetzt hören? Pinke Handschellen? Keine Ahnung. Lieblingsspielzeug. Ich spiele mit allem. Ich habe kein Lieblingsspielzeug. Ich spiele kein Lego oder so mehr. Was ist mit Lieblingsspielzeug gemeint? Erklär es mir, Blade Stuff. Erklär es mir. Lieblingsessen. Ja, das hatte ich ja schon mal erklärt in dem anderen Tagging-Video. Die Fragen kommen mir so ein bisschen bekannt vor. Ich bin halt schon geübt drin. Ich sage jetzt einfach, was ich nicht gerne esse. Ich esse nicht gerne Rosinen, Linsen, Rosenkohl und Klöße. Pilze. Und den Rest esse ich eigentlich ganz gerne. Also von dem her, ich habe kein Lieblingsessen.
Ich esse gerne alles, außer das, was ich gerade genannt habe. Und irgendwas, was ich vergessen habe. Nächstes Lieblingsspiel. Lieblingsspiel für den PC? Oder so als Brettspiel? Als Brettspiel spiele ich ganz gerne Monopoly und Cluedo. Und Lego Creators. Aber Alter, das als PC-Spiel gibt es eigentlich auch ganz viele. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe ein Spiel, was ich dauernd spielen kann. Ich brauche die Abwechslung. Ich spiele ganz gerne mal Minecraft, was zurzeit wieder abgeflacht ist. Ich spiele Sims 2 sehr gerne. Das war ja mit Sims war ja mein erstes Spiel, was ich so richtig gesuchtet habe. Also eine meiner ersten zwei Spiele, die ich richtig gesuchtet habe. Das war ja Sims 1 und das andere war so ein Jump'n'Run mit einem Mann, der aber so als Kugel gesprungen ist und auf Frauen getreten ist. Das ist cool, Run oder so heißt es. Muss man gucken, ob es das noch gibt. Wir haben es als Let's Play, ne? Das sind so die Spiele, die ich gesuchtet habe, aber Sims 2 spiele ich ganz gerne. Also ganz, ganz große Palette auch wieder. Kein Lieblingsspiel. Bitte dreh das Bild. Lieblingshandy. Das natürlich. Nee, ich weiß nicht. Also bis jetzt das Größte, was ich mir jemals geleistet habe in meinem Leben. Was ist der Grund in meinem Gesicht? Ich mag von den Marken her gerne Sony und LG. Das sind so meine Lieblingsmarken. Ich bin gar nicht so die Samsung-Schlampe. Ich bin auch nicht so das iPhone-Fangirl. Ich mag Sony und LG, aber eher... Ich weiß nicht, ich habe mit beiden gut aufwachen. Also Sony und der LG. Lalalala, Lieblingskonsole. Ich habe ja nur eine Konsole vom Fernseher stehen, das ist eine Wii. Das sage ich jetzt einfach mal als Lieblingskonsole Wii. PlayStation hat natürlich auch was, aber Wii ist einfach... Gut, die Grafik kann es wirklich in die Tonne kloppen, aber... Hey, man kann sich bewegen und... Das bewege ich mich ja nie, ne? Also von dem her Wii. Definitiv Wii. Lieblingswebsite. YouTube? YouTube, mein Kanal, seht das. Mein Kanal auf YouTube ist meine Lieblingsseite. Der absolute Lieblingsseite. Story den ganzen Tag. Lieblings-YouTuber? Ach du Scheiße. Ich habe keinen richtigen Lieblings-YouTuber. Ich gucke ganz, ganz viele YouTuber an. Ich gucke verschiedene Let's Player an. Da jetzt weniger Kronk und Sarazar, sondern mehr die Kleiner. Und ich gucke ganz gerne mal... mein Handy ist aus. Ich gucke ganz gerne mal... Panti... Der Name ist auch schwer. Ich gucke gerne Panti an. So rum, jetzt fertig, Punkt, aus. Ich gucke auch ganz gerne mal Rainbird an zurzeit. Je nachdem halt, ich gucke so unterschiedlich. Je nachdem auch, wie die Zeit ist und... sonst einen YouTuber gucke ich ganz gerne mal an. Iblani gucke ich sehr, sehr gerne. Es ist Wahnsinn. Kelly gucke ich ganz gerne an. Mrs. Vlog. Elif Lloyd gucke ich auch sehr, sehr gerne mal an. Und ansonsten, je nachdem wie die Zeit ist, gucke ich mal bei Ape Crime rein oder so. Aber das ist dann auch nicht so in Maßen. Also wie gesagt, das sind so die ich angucke. Lieblings-YouTuber direkt habe ich jetzt eigentlich nicht. Ich bin natürlich mein Lieblings-YouTuber, ne? Ja, alle sind meine Lieblings-YouTuber. Ihr meine Zuschauer. Das ist doch mal ein Statement. Alle meine Zuschauer sind meine Lieblings-YouTuber. So, nächste Frage. Lieblingsjahreszeit. Winter ist jetzt immer so kalt. Frühling? Da, wo ich herkomme, ist es da auch noch kalt. Ich hatte schon zu meinem Geburtstag Mai-Schnee gehabt. Sommer ist es so wieder heiß. Und im Herbst ist es schon wieder so trübsinnig. Ich mag den Sommer. Im Winter und Herbst ist es immer so traurige Stimmung. Alles so Depri und kalt. Frühling ist auch alles kalt. Ich mag den Sommer. Wenn jetzt Sommer wäre... Ich darf nicht mehr singen. Ich singe ja so schlecht. Ich darf nicht mehr singen. Wurde mir ja verboten. Lieblings-Online-Shop. EMP. Ich liebe EMP. Ich liebe EMP. EMP. Ich liebe ihn. Nein, EMP-Lieblingsshop. Ganz kurze Antwort. Lieblingsgeruch. Ich bin ein Mensch, der riecht nichts. Ich, wenn alle sagen, boah, das stinkt, was war denn das? Dann stehe ich da. Warten, ich rieche nichts. Ich bin der letzte Mensch, was riecht. Ich liebe den Geruch meiner Katze, zählt das? Meine Katze riecht einfach nach Katze. Manchmal riecht meine Katze nach Kaffee. Ich weiß nicht warum, aber ich mag das irgendwie. Das ist so dieser heimische Katzengeruch. Ich liebe es. Ich leuchte mir in die Nase. Nächste Frage. Lieblingscharakter. Lieblingscharakter von Spielen oder Lieblingscharakter von mir oder... Also Lieblingscharakter in Spielen oder Lieblingscharakter von mir in Spielen oder wie ist das jetzt gemeint? Lieblingscharakter.
Ja, man hat ja bei manchen Spielen schon so Charaktere, wo man sich so ein bisschen verbunden fühlt, ne? Ein Charakter, der mal zum Beispiel, den ich ganz cool fand, war bei GTA 5 Trevor. Den fand ich richtig cool, dieser harte Kerl mit dem aber verletzlichen Kerl, den fand ich richtig cool. Trevor war ganz geil. Ja, ne, Tom Raider, Lara Croft natürlich sowieso. Ich glaube, die hat schon zwei schlagende Argumente. Ansonsten Lieblingscharakter? Keine Ahnung. Lieblingsschriftsteller? Habe ich nicht. Alle, die Fanfiction schreiben? Nee, keine Ahnung. Ich habe eine Fanfiction gelesen. Über Kronk und Sarazar und ich werde nie wieder ein McDonalds-Klo benutzen. Ich krieg noch Albträume. Ich werde nie wieder auf ein McDonalds-Klo gehen. Nie wieder. Belass was dabei. Lieblingscomic? Ich lese gern Mangas. Geht das auch? Ich weiß es nicht. Comics, so direkt habe ich keinen Liebling. Ich lese eher Mangas, wenn, aber Comics eigentlich kaum. Als Kind habe ich nur SpongeBob gelesen. Seht das als Comic? Lieblingsort. Mein Bett. Mein Bett oder von meinem PC. Lieblingsort. Nee, ich habe ja in meiner Wohnung so in die Aufnahmeecke, da habe ich ja so einen Kleiderschrank, Wand und vorne eine Gardine, da ist so ein fetter Sitzsack drin. Und das ist ja nicht mein Lieblingsort, weil ich kann mich dort zurückziehen. Keiner sieht mich, keiner hört mich. Ich habe einfach meine Ruhe, ich bin alleine. Und wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehe, da sind wieder so viele Menschen und das kann ich meistens, wenn ich schlecht drauf bin, gar nicht gebrauchen. Also ist mein Lieblingsort meine Rückziehecke im Wohnzimmer, wo ich mich wirklich einfach nur zurückziehen kann. Was es vollbringt, weil ich ja alleine wohne, aber... Och, ich schmeiß mein Handy weg. Och, Gottes Willen. Schmeiß weg die Scheiße. Das ist mein Lieblingsort. Lieblingsteppich. Echt jetzt? Lieblingsteppich? Ich habe keinen Teppich zu Hause. Ich habe keinen Teppich. Ich hatte mal einen im Wohnzimmer. Aber da hatte ich ja noch mal das Katzenstreu drin liegen, weil meine Katze immer... von dem her habe ich keinen Teppich mehr in der Wohnung. Mein Lieblingsteppich? Ich mag solche Teppiche, die so kuschelig weiß sind, wo man so einen Orgasmus kriegt, wenn man mit den Füßen nackig drüber läuft. Das jetzt bitte rausschneiden. Nicht erhören, ich habe nichts gesagt. Denn ich liebe so weiche Kuschelteppiche, wo man auch mal drin schlafen könnte. Was ich natürlich nie tun würde. Ich habe einmal auf dem Boden geschlafen, mir tat so dermaßen alles weh danach. Das war bei einer Freundin, die es nicht mag, wenn man mit dem Bett schläft und die Hand hat nichts gehabt. Das habe ich auf dem Boden geschlafen. Ja. Ansonsten... Lass was dabei, ich mach Schluss. Wie gesagt, getaggt sind, kann man das lesen? Sind Rainbird, Pantipota, Charlie Ranger und Pakoitra. Und ich sage ja, viel Spaß dabei. Es sind ja nur 20 Fragen, das läuft schon, ne? Und verabschiede mich und jetzt nehme ich erstmal die kreative Kopfgrütze für nächste Woche noch auf, ne? Tschüss!